Ja, hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships und hier mit dem Schiff, was es für die Beta-Spieler zu gewinnen gab. Naja, gewinnen ist falscher Spruch, sondern es wurde verteilt für alle, die eine gewisse Anzahl an Gefechten hatten und ich habe das erreicht. Deswegen gab es die Arkansas, ein Tier 4 Schlachtschiff der USA. Schaut ganz schnieke aus und ich mag ja Schlachtschiffe und ich spiele ja auch gerade die Schlachtschiffe wieder hoch. Und von dem her trifft sich natürlich nichts Besseres. Unglaublich viele Kanonen und von dem her verspricht die sehr viel Spaß. Natürlich eine geringe Manövrierbarkeit, aber das ist ja klar. Von dem her schauen wir uns doch einfach im Gefecht an, wie sie performt. Also da bis gleich. So, und da haben wir also auch unser Matchmaking und wir schauen mal im Vergleich, wie wir uns so mit der Arkansas so schlagen. Und wir sehen, gegenüber der Wyoming sind wir unglaublich ähnlich. Also ein sehr gleiche Ausgangslage. Die Miyugi hat eine deutliche... Wir haben eine deutlich bessere Manövrierbarkeit. Ne, Entschuldigung, andersrum. Die Miyugi hat eine deutlich bessere Manövrierbarkeit. Ansonsten in allen anderen Belangen sind wir aber etwas stärker. Und ja, da sieht man einfach, wie gut diese Arkansas eigentlich im Verhältnis ist. Also dass es mit Tier 4 und einem Premium definitiv sehr ebenbürtig ist zu den anderen Schiffen. Und jetzt schauen wir doch mal. Oh, ich mag immer dieses... Bei manchen Schiffen sieht man ja die Schrauben, wenn sie sich drehen im Wasser. Jetzt leider nicht, schade. Naja, ist so mein Spleen. So, mit der ersten Salve kriegen sie mal HE und danach gibt es schön AP. Und man sieht hier diese vier Kanonen A2 Rohre hinten und vorne nochmal zwei A2. Also da kommt schon doch einiges rüber, sobald man dann den Gegner sieht. Da darf er sich ordentlich was abholen. Ich habe auch bewusst jetzt hier übrigens keine Flaggen drauf gemacht, um das Endergebnis nicht zu verfälschen, sondern ihr sollt wirklich genau wissen, was kann am Ende so in einem Kampf rumkommen. Wir fahren jetzt erstmal hier ein bisschen rückhändig in der Hinterhand. Alter Schwede. Also heute habe ich keine guten Worte. Ihr müsst mir nachsehen. Heute ist ein sehr, sehr warmer Tag mal wieder. Und von dem her, ja, ab und an, vielleicht kommt da einfach Dünnpfiff raus. Das kann gut möglich sein. Wobei, in der Arbeit ging es eigentlich noch. Kurios. So, die Reichweite ist knapp 12 Kilometer. Ist okay. Für ein Schlachtschiff der Amerikaner normal, aber natürlich lachen da die Japaner zum Beispiel nur drüber. Die schießen aus deutlich weiterer Entfernung. Die habe ich ja noch in der Close Beta sehr gerne gespielt. Bis dann mich auf einmal alle Torpedos genommen haben, gelöffelt haben. Ich glaube, das ist mittlerweile sprachlich das schlechteste Let's Play, was ich jemals gemacht habe. Krass, krass. Naja. Das Wichtigste, ihr wisst bei den meisten Sachen, was ich meine. Das ist ja schon mal gut. Da vorne ist auch noch eine Arkansas. Man achtet natürlich auch ein bisschen auf die Tarnung. Also optisch ein sehr, sehr schönes Schiff. Oh, die geht aber hart ins Gefecht. Krasser Scheiß. Also so darüber zu kreuzen, da gehören Eier dazu. So werde ich definitiv nicht reingehen. Zwei Gegner schon weg. Vielleicht gehe ich doch so rein. St. Louis Cavachi. Die Amerikawatschi ist schon fast tot. Ja, wir halten auch in die Mitte. Planänderung, meine Damen und Herren. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Tschuk, tschuk. Auto, ich will auf den. Nein, dreht eh bei. Alles noch zu weit weg. Viel zu weit weg.
Aber hier die Miyagi und die Wyoming, da drehen wir jetzt doch nochmal so bei, dass ich hier meine Breitseite nehmen kann. Weil man sieht, das Team hier dreht auch ein bisschen bei. Also da könnte am Ende noch was für mich überbleiben. Und dementsprechend werde ich sie gleich erwarten, sobald sie in meiner Reichweite sind. Fahren aber hier jetzt am äußersten Ende. Knapp 1 Kilometer fehlt mir noch zum Glück. Oh, da ist ja noch was Kleineres. Was haben wir denn da? Ein Phönix. Na, schauen wir mal. So, ein bisschen getroffen. Aber das war jetzt nur der Appetizer, sagen wir mal. Weil jetzt kommen da vorne gleich die dickeren Dinger. Ich habe hier noch bei mir eine Wyoming. Also das heißt jetzt... Ah doch, ich dachte, das wäre jetzt ein reiner Platoon oder reiner Zug aus Japanern, aber in dem Fall doch nicht. So, und wir feuern mal alles, was geht, rüber. Und machen da einen schönen 10.000er. Muss ich jetzt aufpassen, dass mich mein Kamerad hier nicht seitlich nimmt. Er schießt aber scheinbar auf einen anderen als wir. Eigentlich doof, weil meiner jetzt schon so angetrümmelt ist. Es schaut natürlich schon fantastisch aus, wenn da die Schüsse so rüber knallen. Oh, da vorne sind Torpedobomber. So, mal schauen. Jetzt haben sie schon ihre tödliche Fracht abgeworfen. Ja. Gott sei Dank. Bisschen mitgedacht. So, jetzt mein anderes Schlachtschiff zieht jetzt hier ab. Das ist natürlich schlecht für mich. Komm, Nummer 3. Komm auch rüber. So, beide ein bisschen beschädigen können. Die gehen immer noch auf den, weil der natürlich von den HP sehr low ist. Ich werde jetzt mal versuchen, noch ein bisschen beizudrehen. Aber jetzt ist hier nochmal eine, noch die Kawachi. Ganz gut, wenn ich jetzt abhaue, weil ich bin ja hinten recht gut bewaffnet. Nur für die Kawachi, da zeige ich ihr jetzt mein Heck. Deswegen versuche ich jetzt hier noch so gut als möglich Schaden zu machen. Beide mit 14.000, also auch nicht mehr allzu viel. Wyoming hat mich jetzt natürlich gut im Feuer. Wie gesagt, jetzt einfach Mut der Verzweiflung, einfach weg. Aber eben, er kann nur mit 2 feuern. Ich habe hier 4 Kanonen auf ihn gerichtet.
Aber eben jetzt auch noch die Miyogi. Und hinten auch noch jetzt Torpedo im Anmarsch. Wir feuern noch aus allen Rohren. Er hat jetzt nicht mehr viel. Jetzt muss ich nur aufpassen auf ihn hier. Ich bleibe jetzt mal stehen. Ich versuche zumindest mal... Ja, aber da habe ich mich selber so ans Ende manövriert, dass mich auf jeden Fall einer treffen wird. Ne, zwei. Und damit war mein Gefecht leider rum. Aber ich habe doch ein bisschen Schaden machen können. Viel hier auf mich ziehen. Aber war klar natürlich, wenn ich da so lange alleine bin, dass ich da dementsprechend nicht lange aushalten kann. Aber wir gucken hier die andere Arkansas noch an. Steht ja auch 8-5, von dem her... Ist ja durchaus noch der Sieg möglich. Auch wenn ich leider keinen zerstört habe, aber der Schaden war doch ganz in Ordnung. Ja, wir springen aber doch von der Arkansas mal weg zu einem Schiff, wo ein bisschen mehr Spannung ist. Der Ishizuchi. Aber die wird jetzt das Zeitliche segnen. Jo. Da ist sie weg. Wir haben noch zwei Flugzeugträger, die noch eine und ansonsten die Schlachtschiffe eben. Hier die Phoenix mit der Kuma. Die belagern und beackern jetzt den Miyogi. Kommt Jungs, macht uns stolz. Sie verliert peu à peu HP. So soll es sein. Hier sind die ersten Torpedos jetzt auf die Kawachi unterwegs. Oh, 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 oh. Ah, das war natürlich ein verheerender Schlag. Da nutzt er die Kuma definitiv nicht den Vorteil aus, den sie hat. Und zwar die Geschwindigkeit und die Wendigkeit. Lässt sich hier aber sowas von hart treffen. Fahrt hier keinerlei Drehung und bewegt sich in keiner Weise ganz, ganz schlecht. Und jetzt kriegen sie auch noch Torpedos ab. Also mit dem Zerstörer sich so schlecht zu verhalten im Infight wird natürlich bestraft. Aber wir haben immer noch genug, was die beschäftigt. Aber sie haben halt nicht mehr viel HP. Die eine Phoenix 7500, hier die Phoenix 1100. Das sind natürlich alles HP-Pools, die wirklich nicht sehr, sehr, sehr zahlreich sind. Aber wenigstens bewegt sich diese Phoenix hier. Aber die andere, die hat jetzt gleich ein Riesenproblem. 9000 gegen 4000. Gott sei Dank, die Kawachi schaut nicht auf die. Das heißt, sie hat hier einen Privatfight mit der Miyogi. Aber auf 3,8 Kilometer, das sind natürlich Geschosse, die fliegen von der Miyogi sehr schnell. Und wenn die einmal reintreffen, dann hat natürlich die Phoenix sofort ausgespielt. Und jetzt kommen schon die Schüsse. Ja, und da ist sie sofort weg. Aber die Miyogi scheint entweder zu fluten oder zu brennen. Ja, konnte aber reparieren. Und langsam wird es jetzt dann doch unglaublich knapp. Hier die Arkansas. Macht jetzt die Langley weg. Und dann nur noch die Miyogi. Aber die wiederum hat natürlich jetzt gleich das Problem der gegnerischen Flugzeugträger. In dem Fall unsere Flugzeugträger natürlich.
So, erkennen Sie jetzt, mach jetzt den weg. Komm, eine schöne Salve, dann müsste das eigentlich um ihn passiert sein. Die automatischen schießen auch schon. Aber jetzt unbedingt, unser Flugzeugträger will sich jetzt den Flugzeugträger holen, statt dass er auf die Miyugi geht. Eher doof und unnötig, meines Erachtens. Aber egal, Sieg ist Sieg. Da hatte wohl da hinten der andere Flugzeugträger schon alles klar gemacht. Sehr nice. So, wir schauen uns den Teamscore an. Da habe ich mich zwar ins untere Drittel gespielt und ins gute Mittelfeld, sag ich mal, aber ich bin trotzdem zufrieden. Hab nämlich knapp 58.000 Schaden machen können. Es gab vernünftige XP raus und auch ordentlich Credits. Und da sieht man mal wieder das Thema Premium, und das ist ja nur ein Tier 4. Also von dem her gefällt mir die Arkansas Beta. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe euch auch. Also bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.